Vor einiger Zeit besuchten wir den Keramikkünstler Fredemann Dott aus Hürth, der in einem urwaldähnlichen Garten sein Atelier hat und hier nach Raku-Art Keramikkunst brennt. Neben vielen schönen Gebrauchsobjekten kreiert der Künstler auch vieldeutige Artefakte, denen er durch collagenartige Installationen tiefgründige und manchmal auch mystische Bedeutungen zuweist. Einige dieser Werke sind nun in einer einzigartigen Ausstellung in einer ebenfalls recht mystisch anmutenden Location zu sehen, die aber wegen der Umstände nur virtuell besucht werden kann. Herzlich willkommen zu meiner Ausstellung Fredemann Dott – Erdarbeiten im Herbst 2020. Wir sind hier in einer Restkugel eines ehemaligen Wasserwerks, einer Atmosphäre, von der ich denke, dass die meinen Arbeiten gerecht wird. Die Arbeit Schwamm drüber besteht aus Biskuitkacheln, glasiert bei 1200 Grad und Steinzeugmasse. Die Arbeit heißt König Fußball. Das ist Steinzeugmasse, im Detail ein Raku-Brand. Diese Arbeit heißt Schneewittchen, du hättest besser länger geschlafen. Die gelbe Farbe ist eigentlich seit dem Mittelalter in der Malerei die böse Farbe. Dieses Gelb lugt immer noch ein wenig unter den verrosteten Assefässern hervor. Das ist ein Wortklotz. Die Wortklötze habe ich so vor 4 Jahren entwickelt. Bei dem Wortklotz ist wichtig zu sagen, einmal er ist aus Raku und der Textverursacher ist Peter Tauber. Dieser Text heißt, für mich gehört es zur deutschen Leitkultur, dass der Storch die Babys bringt und nicht, dass er auf sie schießen lässt. Der Hintergrund dieser Arbeit ist das Lied 604 aus dem Gesangbuch der Rheinischen Landeskirche. Die Arbeit Treu besteht aus Steinzeug, Holz und im Hintergrund Raku-Elementen. Treu kommt aus der japanischen Architektur und bezeichnet das Tor vom Übergang vom Sakralen zum Profanen. Der kleine Einkaufsladen für Kindersoldaten auf der Rue de Massacre in Kigali. Die Rue de Massacre in Kigali gibt es wirklich, bezieht sich aber auf ein Massaker in den 60er Jahren an belgischen Kolonialsoldaten. Der Hintergrund der Arbeit ist eigentlich My First iPhone, My First Laptop. Und in 2012 hat ein 5-jähriger Junge seine 3-jährige Schwester in Amerika mit einem Gewehr der Firma My First Rifle in Rot erschossen. Die Idee ist, diese Kindersoldaten hätten wahrscheinlich auch gerne bunte Waffen und nicht so hässliche alte Kalaschnikows. Der Titel der Arbeit ist dem Roman Blue Bell von Andrew Wax entsprungen. Andrew Wax ist ein amerikanischer Autor und Rechtsanwalt, in dessen Romanen der Protagonist Burke entführte Kinder sucht und findet. There are worse things than gators out there ist der Titel eines Blues, den Blue Bell, eine Bluessängerin, aus dem Süden Louisianas vorträgt. Und man muss wissen, dass die ältere Schwester von Blue Bell zugleich ihre Mutter ist. Die echten Monster hocken nicht in Kellern,
Sie befinden sich in den Familien und brüten vor sich hin, in Gemeinden und Gefängnissen, Drive-ins und Kitas und lauern auf ihre Stunde, sagt Andrew Wachs. Die Arbeit ist 1982 entstanden, lange bevor es Internet gab. Es sind aber all die Elemente drin, die auch heute noch dazu führen, Kinder zu verführen. Der puschelige kleine Hase, der lustige Clown. Dumm nur, dass der Schutzengel nur einen Flügel hat und letztendlich immer im Kreis fliegt. Die Polaroids und der andere Schutzengel, der ist hier eingemauert. Bei der Arbeit kam es mir darauf an, dass die Hände diese Textur von Alligatoren haben, dass diese verschlossenen Kindermünder da sind. Naja, und ansonsten die Insignien von 82, die Polaroid-Kameras.